Ohne NATO leben, Ideen zum Frieden. Die globalen Regeln der NATO und wo bleibt das Völkerrecht? Es spricht Norman Pech. Ich begrüße alle, die sich hier aus welchem Interesse auch immer entweder in Präsenz oder auch online eingefunden haben. Bis vor kurzem war es ja so, dass die NATO als Hirntod bezeichnet worden ist. Nun hat sie sich wieder erholt, ist angriffslustig wie in ihren besten Jahren. Dass diese Wiederbelebung ausgerechnet durch Russland geschieht, ist nicht so überraschend. Denn die Sowjetunion war überhaupt der Anlass für die Gründung der NATO und Existenzberechtigung bis zum Untergang der Sowjetunion. Erst danach wandte sich die NATO der Absicherung ihrer ökonomischen und strategischen Interessen zu. Aber wie wir wissen, ihre militärischen Missionen verliefen nicht so erfolgreich. Denken wir nur an Afghanistan, Irak, Libyen und auch Syrien. Doch nun ist sie wieder am Ursprung ihrer Aufgabe zurück, Verteidigung gegen Russland. Schauen wir uns den Nordatlantikvertrag an. So wurde die NATO als reines Verteidigungsbündnis im Rahmen des Artikels 51 der UNO-Charta gegründet, den sie auch in Artikel 5 und 6 zitiert. Von Anfang an war der Schutz der Mitgliedstaaten vor einem bewaffneten Angriff des Hauptgegners im Kalten Krieg der Sowjetunion die zentrale Aufgabe des Bündnisses. Das hieß Territorialverteidigung, ein Missionsauftrag, um dem Gegner bei der Demokratisierung seiner Gesellschaft und Aufbau von Good Governance zu helfen, war damit nicht verbunden. Diese Begrenzung auf die Territorialverteidigung änderte sich auch nicht 1991, als der Warschauer Pakt sich auflöste. Erst im April 1999, mitten im Krieg gegen Jugoslawien, musste sie ihr strategisches Konzept an die neue Realität anknüpfen und anpassen. Sie hat sie selbst mit dem Überfall auf einen neutralen Staat ohne Mandat des Sicherheitsrats seinerzeit geschaffen. Sie konnte sich auch nicht auf die kollektive Selbstverteidigung gemäß Artikel 51 UNO-Charta berufen und musste sich dann mit etlichen Lügen und falschen Geschichten eine halbwegs plausible Legitimation basteln. Die wesentlichste Neuerung war, dass man auf die Verteidigungsaufgabe nun um eine neue Funktion der Krisenverhütung und Krisenbewältigung außerhalb des Bündnisgebietes, also out of area, ergänzte. Kurz von der Territorialverteidigung zur Interessenverteidigung. Das in Washington dann verabschiedete Dokument spricht selbst an verschiedenen Stellen von nicht unter Artikel 5 fallenden Kriseneinsätzen. So heißt es unter anderem Ziffer 47, und jetzt zitiere ich: Indem Sie Ihren Beitrag zur Bewältigung von Krisen leisten, werden sich die Streitkräfte des Bündnisses mit einem komplexen und vielfältigen Spektrum von Akteuren, Risiken, Situationen und Anforderungen auseinandersetzen zu haben, darunter auch humanitäre Notfälle. Einige Krisenreaktionseinsätze, die nicht unter Artikel 5 fallen, können ebenso hohe Anforderungen stellen wie einige kollektive Verteidigungsaufgaben. Zitat Ende. Helmut Schmidt, damals Kanzler, erkannte die Bedeutung der Neuerung sofort und schrieb dann im NATO-Brief zum 50. Jubiläum der NATO, auch das zitiere ich: Die heutige Debatte über die zukünftigen Aufgaben unserer Allianz geht also, zumal von amerikanischer Seite, über die vertraglichen Dimensionen hinaus. Wenngleich nicht vom Vertragstext gedeckt, kann man sich gleichwohl gut vorstellen, dass das Bündnis im Einvernehmen der Bündnispartner in fremde Kriege, die indirekt oder unmittelbar die Bündnispartner gefährden, eingreift oder sie präventiv verhindert. Dazu wäre eine ratifizierungsbedürftige Ergänzung des Nordatlantikvertrages erforderlich. Soweit Helmut Schmidt. Und da ich damals im Bundestag war, die Fraktion der Linken
hat dann sofort die unterlassene Beteiligung des Bundestages vor dem Bundesverfassungsgericht auch gerügt, wurde jedoch abgewiesen. Es hieß, es handle sich zwar um eine Erweiterung des Aufgabenrahmens des Nordatlantikvertrages, aber keine parlamentsfähige Veränderung des Vertrages. Juristen fügen, das ist es, für derart hochpolitische Entscheidungen über eine Reihe von Instrumenten in ihrem Handwerkskasten von der authentischen oder dynamischen Interpretation über die Implied Powers Regel bis zu konkludenten Vertragsabschlüssen. Das sind Dinge, die ihnen hohe Anpassungsfähigkeit an die politischen Erwartungen und Notwendigkeiten ermöglichen. Mit dieser nun faktisch unbegrenzbaren Internationalisierung der Einsätze der Bundeswehr im Rahmen der NATO war aber noch nicht das Problem des fehlenden UNO-Mandats gemäß der Artikel 39 und 42 der UNO-Charta gelöst. Es begann nun eine Diskussion, ob sich die NATO bei ihren Krisenreaktionseinsätzen überhaupt von einem UNO-Mandat abhängig machen wollte. In ihrem Jugoslawien-Einsatz hatte sie ja ganz ausdrücklich darauf und bewusst verzichtet. Karl-Heinz Kamp, damals Gastdozent am NATO Defense College in Rom, schrieb kurz vor dem Gipfel 1999 in Washington, ich zitiere auch ihn, die NATO wird sich in ihrem neuen strategischen Konzept nicht auf Formulierungen festlegen, die eine Einschränkung der militärischen Handlungsfähigkeit des Bündnisses, sei es durch den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen oder durch die OSZE, bedeuten würden. Ein Mandat einer dieser beiden Organisationen wird deshalb zwar eine wünschenswerte, aber keine zwingende Voraussetzung für ein militärisches Engagement der NATO sein. So stand es zwar dann nicht im Abschlussdokument, aber es nahm den Konsens der in Washington anwesenden Regierungschefs schon vorweg. Und Bundeskanzler Schröder kleidete diese Abkopplung von den Vereinten Nationen und vom Völkerrecht in die Worte, auch das zitiere ich, wir waren uns einig, dass es auch in Zukunft nur dann Interventionen geben kann, wenn im Prinzip ein Sicherheitsratsbeschluss vorliegt. Eng begrenzte Ausnahmen können zugelassen werden, dürfen aber nicht die Regel werden und können überhaupt nur in Frage kommen, wenn sich zeigt, und zwar nachweisbar, dass der Sicherheitsrat nicht handlungsfähig ist. Zitat Ende. Also mit der UNO, wenn möglich, ohne die UNO, wenn nötig. Mich erinnert das immer ein bisschen an die Radsportlegende Fausto Coppi. Der wurde einmal gefragt, ob es ihm denn möglich war, immer auf Dopingmittel zu verzichten in der damaligen Zeit. Und da sagt er, im Prinzip ja. Auf die Frage, ja, was heißt denn im Prinzip? Ja, der Antwort, natürlich nicht, wenn es gar nicht mehr ging. Und auf die Frage, ja, was heißt denn das? Sagt er, ja, im Prinzip immer. Die neue Aufgabe der Krisenbewältigung weitete nicht nur den territorialen Horizont der Einsätze für die Bündnisgrenzen hinaus, out of area, sondern vervielfältigte auch die Art, die Gefahren und die Bedrohungen durch Krisen, auf die reagiert werden mussten. So sollte rechtzeitig zum 60-jährigen Jubiläum des Bündnisses im April 2009 eine neue Überarbeitung des strategischen Konzepts der NATO verabschiedet werden. Eine hochrangige Gruppe von Militärs, zu der auch der ehemalige Vorsitzende des NATO-Militärkomitees Klaus Naumann gehörte, erarbeitete dazu Vorschläge, die den Aktionsradius erweiterten und die Schlagkraft erhöhen sollten. Vor allem ging es um das Atomwaffenprogramm des Iran, welches unbedingt verhindert werden muss. In dem Papier, das die Gruppe vorlegte, heißt es, und das zitiere ich, eine iranische Nuklearwaffenkapazität wäre eine außerordentliche strategische Gefahr. Das Land würde damit eine Region dominieren,
die über große Öl- und Gasreserven verfügt. Und weiter? Die Gefahr einer weiteren Verbreitung ist akut. Diese Entwicklung muss unter allen Umständen verhindert werden. Der Ersteinsatz von Nuklearwaffen muss im Arsenal der Eskalation das ultimative Instrument bleiben, um den Einsatz von Massenvernichtungswaffen zu verhindern. Zitat Ende. Und der Büroleiter des damaligen EU-Außenberaters Xavier Solana, Robert Cooper, wird dann sofort mit den Worten zitiert: Vielleicht werden wir eher als alle anderen Atomwaffen einsetzen, aber ich würde mich hüten, das laut zu sagen. Man stelle sich diesen Wahnsinn vor, die Verbreitung von Atomwaffen durch den Einsatz von Atomwaffen zu verhindern. Als wenn es nie ein Gutachten des IGH gegeben hätte, des Internationalen Gerichtshofs gegeben hätte, welches gerade 12 Jahre zuvor den Besitz und den Einsatz von Atomwaffen für rechtswidrig erklärt hatte. Auch das Schlupfloch, welches die Richter seinerzeit gelassen hatten, da sie sich nicht entscheiden konnten, ob der Einsatz von Atomwaffen bei einer existenziellen Begründung erlaubt sei, legalisiert eine solche Ersteinsatzstrategie niemals. Die NATO hat sich allerdings von dieser Perspektive nie distanziert. Ihre Vormacht USA vertritt den Ersteinsatz von Atomwaffen ohnehin offiziell. Die USA haben ihre Atomwaffen in 5 NATO-Staaten stationiert. Ein Abzug wird nicht diskutiert und ist auch nicht in der Planung. Und die nukleare Teilnahme, welche die Stationierungsstaaten in diese Nuklearplanung, wie aber auch in den Einsatz einbeziehen, ist nicht in der Diskussion. Das bedeutet, damit wird die NATO faktisch zur Atommacht. Gehen wir weiter. Fast jede strategische Äußerung der NATO beginnt mit der Entfaltung eines Tableaus neuer Gefahren, Krisen und Bedrohungen. So auch eine neue 2010 beschlossene Doktrin für militärische Kriseneinsätze, die nicht unter Artikel 5 Nordatlantikvertrag fallen. So der etwas lange Artikel dieser neuen Doktrin. Die Diagnose ist nicht neu, wenn es darin heißt, und doch das zitiere ich einmal: Unsicherheit und Instabilität im euroatlantischen Raum und um ihn herum, regionale Krisen in der Peripherie der Allianz, die sich schnell entwickeln könnten. Einige Länder im und um den euroatlantischen Raum herum sehen sich ernsthaften wirtschaftlichen, sozialen und politischen Schwierigkeiten gegenüber und so weiter und so weiter. Und alles sind das Szenarien, in denen natürlich die NATO eingreifen muss. Neu ist das nicht gewesen. Neu ist auch nicht, dass die NATO diesem allgemeinen, im Prinzip grenzenlosen und vollkommen unspezifischen Krisenszenario mit Maßnahmen entgegentreten soll, die sich weder nach Artikel 5 NATO-Vertrag noch an das Gewalt- und Interventionsverbot des Artikels 2 Absatz Ziffer 4 und 7 der UNO-Charta halten müssen. Neu ist hingegen, dass die NATO in Zukunft auch, wie es dort heißt, irreguläre Aktivitäten begegnen soll. Und darunter versteht sie die Nutzung von Bedrohung, von Gewalt durch irreguläre Kräfte, Gruppen oder Individuen, die oft ideologisch oder kriminell motiviert sind, um Wandel zu erreichen oder zu verhindern, als Herausforderung von Regierungsfähigkeit und Autorität. Natürlich wird auch, wie schon immer, kein Unterschied zwischen Aufständischen und Terroristen gemacht. Das hatten sie zur Zeit der Befreiungsbewegung ebenfalls nicht. Zwischen Befreiungsbewegung und Terroristen wurde nie ein Unterschied gemacht. Die NATO begibt sich damit in den klassischen Counter-Insurgency-Kampf, wie wir ihn aus den Kriegen gegen den Vietcong in Vietnam und auch gegen die Sandinisten in Nicaragua kennen.
Sie erweitert damit ihren Horizont für militärische Operationen weltweit und ermächtigt sich faktisch in jede Bürgerkriegsauseinandersetzung weltweit eingreifen zu können. Die USA haben es 2014 schon vorgemacht, als sie ohne Sicherheitsmandat, Sicherheitsratsmandat und ohne selbst angegriffen worden zu sein, in Syrien in den Kampf des IS gegen die Regierung in Damaskus eingriffen. Präsident Obama erklärte damals ganz Herr über den Wolken des Völkerrechts, dass es sich auch nicht um eine Zustimmung der Regierung in Damaskus für diese Verletzung der syrischen Souveränität kümmern werde. Er hat ausdrücklich abgelehnt, seinerzeit mit Damaskus darüber zu sprechen. Diese Doktrin nun hat keine große Aufmerksamkeit erregt. Sie ist fast vergessen worden in der Öffentlichkeit. Und das mag daran liegen, dass die NATO nicht daran interessiert war, diese weltweite Eingriffs- und Kriegsermächtigung allzu offen und allzu laut zu propagieren. Denn sie enthält für alle schwächeren Kräfte und Staaten die unverhohlene Drohung der Intervention, wenn sich deren Politik zu stark von den Interessen der USA und ihrer Verbündeten entfernt oder sich gerade gegen sie stellt. Wenige Jahre zuvor hatte Carlo Massala vom NATO Defense College in Rom die Drohung in die Worte eines humanitären Kolonialismus gefasst. Und ich zitiere ihn auch. Die Protektorate sind in. Von Bosnien über Kosovo nach Afghanistan bis in den Irak. Das Muster westlicher Interventionspolitik ist immer dasselbe. Nach erfolgreicher militärischer Intervention werden die eroberten Gebiete in Protektorate umgewechselt und westliche Staatengemeinschaft ist darum bemüht, liberale politische Systeme, Rechtsstaatlichkeit und freie Marktwirtschaft in diesen Gebieten einzuführen. Soweit der Mann aus dem Defense College. Die mangelnde Aufmerksamkeit mag auch daran liegen, dass dieses Interventionsmodell bereits bekannt war und auch praktiziert wurde. Denn schon 2011 hatte die NATO in Libyen in die Auseinandersetzungen zwischen Rebellen und Gaddafi eingegriffen. Auf der Seite der NATO waren es vor allem die USA, Frankreich und Großbritannien. Die Rebellen wurden von der Libyan Islamic Fighting Group, einer islamistischen Organisation, angeführt. Und als die Proteste dann gegen Gaddafi in einen Bürgerkrieg übergingen und Gaddafi sie mit Gewalt 2010 niedergeschlagen hat, reagierte die UNO mit ihrer ersten Resolution 1917 und verhängte der Sicherheitsrat zunächst nur Sanktionen gegen die Regierung Gaddafis. Als die Kämpfe eskalierten, verschärfte der Sicherheitsrat in einer weiteren Resolution 1973 die Sanktionen und ermächtigte die Mitgliedstaaten, wie das so in der Routine heißt, alle notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um die Zivilpersonen zu schützen. Zudem verfügte eine Flugverbotszone und untersagte den Einsatz ausländischer Besatzungsgruppen und Besatzungstruppen, so im Wortlaut. Das war dann der Startschuss für eine Koalition der Willigen mit Angriffen gegen die Luftverteidigung der Regierung Gaddafi. Ende März, also einen Monat schon später, übernahm die NATO unter Führung von Frankreich und Großbritannien die Operation. Die NATO hatte damit eindeutig Partei ergriffen für die Rebellen und schon bald das Mandat des Sicherheitsrats überschritten. Denn bereits Anfang April erklärten die drei Regierungen den Regime Change zum offiziellen Kriegsziel. Sie lieferten Kriegsmaterial an die Rebellen und unterstützen sie durch Ausbildungspersonal und den Einsatz von Spezialkräften zur Zielerkennung.
Die militärische Intervention wurde erst mit der Ermordung Gaddafis im Oktober 2011 eingestellt. Dies alles lief unter der Public Relations-Devise der sogenannten Schutzverantwortung, der Responsibility to Protect, um die Intervention humanitär zu verbrämen. Dieses Konzept war erst vor einigen Jahren in der UNO entwickelt worden, ermächtigt aber die Mitgliedstaaten zu keinen militärischen Schritten außerhalb der vom Sicherheitsrat erteilten Mandate. Deutschland hatte sich, genauso wie seinerzeit die BRICS-Staaten Russland, China, Indien und Brasilien, der Stimme enthalten. Außenminister Westerwelle war damals von den Medien heftig gescholten worden. Er hatte vor den Konsequenzen der militärischen Parteinahme gewarnt, die dramatisch sein könnten. Und Joschka Fischer teilte dann großspurig aus, Westerwelle habe das, ich zitiere ihn, vielleicht größte Debakel seit Gründung der Bundesrepublik angerichtet. Der gescholtene Westerwelle sollte allerdings Recht behalten. Die NATO hat in Libyen ein Chaos angerichtet, das bis heute das Land paralysiert. Blicken wir zum Schluss noch kurz auf den gegenwärtigen Krieg in der Ukraine. Politik und Medien ist es offensichtlich gelungen, die eigene Verantwortung der NATO für die Eskalation der Beziehungen zwischen ihr und Russland, die schließlich dann zum Krieg führen mussten, aus der Öffentlichkeit herauszuhalten. Natürlich müssen wir die völkerrechtswidrige Intervention und den Krieg der russischen Armee verurteilen. Sie sind genauso wenig akzeptabel wie all die Interventionen der USA und der NATO, die wir bisher immer verurteilt haben. Die aktuellen Anstrengungen etlicher NATO-Staaten, die Ukraine in ihrer Verteidigung zu unterstützen, möchten zwar nicht als Kriegsbeteiligung wahrgenommen werden, was sie aber in facto sind. Die Lieferung schwerer Waffen mit einer umfangreichen Ausbildung der Soldaten am Gerät und die offensichtlichen elektronischen Hilfen der USA zur Identifizierung und Eliminierung ausgewählter Opfer und Kriegsmaterial wie Schlachtschiffe überschreitet eindeutig das Neutralitätsgebot im Krieg. Sie lassen sich als kollektive Selbstverteidigung gemäß Artikel 51 rechtfertigen, müssen aber dem UNO-Sicherheitsrat auch gemeldet werden. Zudem geben sie Russland die Möglichkeit, militärisch zu reagieren und diese Staaten auch anzugreifen. Das ist eine äußerst gefährliche Situation, von der vielfach, aber bisher eben vergeblich gewarnt wird, weil sie einen weiteren Weltkrieg ableiten kann. Ihr Plan, dieser Staaten jetzt, auch die Ukraine und Georgien als Protektorate in ihr NATO-Reservat einzugliedern, haben die NATO-Staaten auch nicht aufgegeben. Ich fasse einmal zusammen. Die NATO hat sich von einem strikten Verteidigungsbündnis zu einer weltweit operierenden Ordnungsmacht mit überlegener militärischer Feuerkraft entwickelt. Die faktische Dominanz der USA in diesem Bündnis hat nicht nur dazu geführt, dass die anderen Staaten als Vasallen den Ordnungsvorstellungen und militärischen Abenteuern der USA folgern, sondern dass sie sich auch dem Völkerrechtsnihilismus der USA-Administration angepasst haben, nach dem Motto Völkerrecht, wenn möglich, Krieg, wenn nötig. Die Frage ist also nicht, wo bleibt das Völkerrecht, sondern wohin mit der NATO? Ich danke euch und Ihnen für die Aufmerksamkeit. Dankeschön. Schreiben Sie uns für Kritiken, Anregungen und Fragen kongress@frieden-links.de.